Wie setzt man einen Stop-Loss und Take-Profit richtig? Bevor wir uns dieser Frage widmen, müssen wir erst einmal klären, was ein Stop-Loss und Take-Profit eigentlich ist und welche Arten es gibt. Der Take-Profit-Punkt ist ein vorher von uns definiertes Kursziel, an dem unser Trade geschlossen wird und der bis dahin generierte Gewinn eingestrichen wird. Man kann ihn auch als Verkaufsorder, die an eine gewisse Bedingung, nämlich das Erreichen des vorher definierten Kursziels verknüpft ist, beschreiben. Der Stop-Loss-Punkt ist ein vorher von uns definiertes Kursziel, an dem unser Trade geschlossen wird und der bis dahin generierte Verlust begrenzt wird. Also ein Instrument zur Begrenzung unseres möglichen Verlustes bei einem Trade. Man kann sie auch als Verkaufsorder, die an eine gewisse Bedingung, nämlich das Erreichen des vorher definierten Kursziels verknüpft ist, beschreiben. Es gibt zwei verschiedene Stop-Loss-Varianten. Den normalen Stop-Loss und den Trading-Stop-Loss. Der normale Stop-Loss wird manuell von Ihnen bei einem bestimmten Kursziel gesetzt. Dieser ist fest und passt sich dem Kurs nicht automatisch an. Es gibt also einen festen Punktestand von Punkten, Pips oder Ticks, an dem der Trade automatisch geschlossen wird. Wir managen den normalen Stop-Loss per Hand. Das heißt, wir ziehen diesen nach und passen ihn an das Chartbild an. Bestenfalls befindet sich unser Stop-Loss irgendwann in der Gewinnzone, sodass wir auch, wenn dieser greift, einen Profit einstreichen können. Ein Stop-Loss greift generell nur dann, wenn der Markt geöffnet ist und nur dann, wenn sein Punktewert erreicht wird. Bei Overnight Gaps kann es dazu kommen, dass der Stop-Loss-Punktestand übersprungen wird. Dann wird der Stop-Loss bestens ausgeführt, also sobald der Markt wieder aktiv ist. Als Alternative zum normalen Stop-Loss gibt es einen Stop-Loss, der sich automatisch dem Chartbild anpasst. Den sogenannten Trailing-Stop-Loss. Dieser Trailing-Stop-Loss zieht sich automatisch in eine Richtung nach. Immer in die Gewinnrichtung. Und zwar nur in die Gewinnrichtung. Wenn wir vorher also in einem Long-Trend einen Abstand von 20 Pips eingestellt haben, dann hält er diesen Abstand kontinuierlich auf 20 Pips, wenn der Kurs weiter nach oben klettert. Ändert der Kurs seine Richtung und verringert er den Abstand auf 0 Pips, löst der Stop-Loss aus. Dieser Trailing-Stop-Loss eignet sich also besonders beim Traden in Trendmärkten, weniger in Range-Märkten. Wie setzt man einen Stop-Loss und Take-Profit eigentlich richtig? Man kann den Stop-Loss und Take-Profit natürlich nicht einfach so aus dem Bauch heraussetzen. Vielmehr muss man das Chartbild analysieren, um einen gewissen Punkt zu finden. Dabei kann man sich folgende Dinge zur Hilfe nehmen. Unterstützungs- und Widerstandslinien. Man zeichnet sich Unterstützungs- und Widerstandslinien in den Chart ein und orientiert sich an diesen. Sollte der Kurs durch eine Unterstützungszone durchbrechen, greift unser Stop-Loss. Bricht der Kurs durch eine Widerstandslinie, greift unser Take-Profit. Trendlinien und Trendkanäle. Wenn man einen Trend tradet, kann man ebenso Trendlinien und Trendkanäle zur Orientierung nutzen. Swinging Lows und Swinging Highs. Also die letzten Hoch- und Tiefpunkte nutzen. Das bietet sich vor allem innerhalb des Trade-Managements an, wenn Sie also Ihren Stop-Loss und Take-Profit nachziehen wollen. Indikatoren, zum Beispiel Moving Averages. Auch verschiedenste Indikatoren bieten sich bei der Bestimmung des Stop-Loss und Take-Profit an. Ein sehr beliebter Indikator ist zum Beispiel der Moving Average, der gleitende Durchschnitt der letzten Kerzen. Psychologie, was machen die anderen? Eine wichtige Frage, die man nicht unterschätzen sollte. Andere Trader steigen nach denselben Kriterien in den Markt ein wie Sie, was wiederum den Kurs beeinflusst. Vor allem, wenn die großen Player in den Markt einsteigen. Man spricht hier auch von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Nachdem der Einstiegspunkt, der Stop-Loss und der Take-Profit ausgemacht wurden, muss man sich als nächstes die Frage stellen, ob sich der Trade überhaupt lohnt. Lohnt sich das Risiko? Stimmt das Chancen-Risiko-Verhältnis? Dabei stellt man die Pips, die man gewinnen kann, gegen die Pips, die man verlieren kann. Hat man beispielsweise seinen Take-Profit bei plus 20 Pips gesetzt und seinen Stop-Loss bei minus 20 Pips, hat man ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:1. Bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis, was schlechter als 1:1 ist, sollte man den Trade nicht eingehen. Setzen Sie Ihren Stop-Loss und Take-Profit anhand des Chartbildes und niemals anhand des Chancen-Risiko-Verhältnisses.